Mahlzeit, ihr Knüppelbrüderknochen wieder hier. Heute stelle ich mein Spiel vor namens Zero AD, Empires Ascendant. Ich habe das ewig schon auf der Platte gehabt. Tatsächlich, es gab, für die, die sich noch erinnern, für die, die schon älteren Semesters sind, also über 60 oder so, die können sich noch erinnern, es gab mal eine Zeitschrift namens Computerbildspiele. Naja, ich habe ein bisschen übertrieben. Ja, die gab es bis letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, bis kurz vor der Gamescom. Ich glaube tatsächlich, ein oder zwei Wochen bevor die Gamescom anfing, wurde die eingestellt. Ich habe mir noch die letzte Ausgabe geholt gehabt. Und jedenfalls hatten sie auch dazu eine Seite, Computerbild oder CBS, irgendwas.de, ne? Und da konnte man häufig, also die hatten da bestimmte Beiträge, wie zum Beispiel 100 Gratis-Spiele oder sowas. Also da waren zum Beispiel alte Command & Conquer-Teile mit bei, echt, die jetzt irgendwie gratis erhältlich waren. Und nicht nur mal kurze Angebote, sondern die wurden einfach freigegeben. Und interessant war das eigentlich für mich, weil natürlich auch Spiele mit dabei waren, da würde man ja im Leben nicht drauf kommen. Woher soll man denn wissen, dass es die Spiele gibt und dann auch noch gratis? Ne? Und ja, da war es halt so, da konnte man sich dann die Installer runterladen und konnte dann halt loslegen. Und jetzt habe ich mir, ich habe geguckt, wann habe ich das Spiel runtergeladen? 2015. Kein Fick. Ja, und Quatsch, kurz vor Ende 2015 habe ich mir das wohl runtergeladen gehabt und ich habe es ewig hin und her geschoben auf den Platten und zwischendurch auch mal einen Rechner neu aufgebaut und ja, dann war das immer drauf und ich dachte mir immer, was ist denn da? Irgendwann gucke ich mal rein. Ne? Und jetzt habe ich tatsächlich am Wochenende mal reingeguckt gehabt und was soll ich sagen? Ich denke mir so, ey, Age of Empires 2 oder so. Das war das Erste, was ich dachte. Oder andere Strategiespiele. Zero AD sagt ja schon alles, also Null Anno Domini, also im Jahre Null des Herren. Ne? Und spielt so zu der Zeit. Ja, was kann man denn da spielen zum Beispiel? Germanen kommen nicht vor. Es kommen einfach keine Germanen vor, logischerweise, weil die noch nicht wirklich auf... Vielleicht gab es schon so Proto-Germanen, aber so richtige Germanen gab es ja eigentlich noch nicht, ne? Hat sich ja als später entwickelt. Ja, man kann natürlich Perser hier spielen, also und diverse andere Nationen bzw. Stämme aus der Zeit. Was gab es denn noch hier? Syrer vielleicht? Weiß ich gar nicht. Ey, ich kann es gar nicht mehr so genau. Römer sind auf jeden Fall da. Ich spielte die Gallier. Gallier sind da! Weil das auch ein bisschen komisch ist. Gab es hier schon Jahre Null des Herrn? Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Jedenfalls, ihr wisst, worum es geht. Also vor 2000 Jahren, 2020 Jahren eigentlich, ne, wäre das ja an den Start gegangen. Und es ist interessant, weil ich mag diese Art von Spielen. Jetzt ist es so, das, was ihr hier seht, ist die fünfte Aufzeichnung desselben Matches. Ohne Scheiß. Ich habe vorher auch das war voreingestellt, wenn ich mich recht entsinne, auf mittlerer Schwierigkeitsstufe, habe ich nicht gepackt. Dachte ich, okay, habe ich irgendwo was falsch gemacht? Kann ja mal sein. Man hat ein gewisses Zeitfenster, da ich das noch nicht kannte hier, wusste ich halt auch vieles noch nicht. Man probiert halt rum, dachte ich, okay, fängst halt nochmal von vorne an. Dann irgendwie schon wieder einfach nicht gepackt, dass der Gegner kommt. Die KI ist so semi-intelligent, sag ich mal so. Die kommt nicht unbedingt immer von derselben Stelle, wo man sie in der Runde davor hatte. Nur weil man dann denkt, da kommt die dann auch wieder. Nee. Also die späht schon so ein bisschen, guckt aus. Sie ist aber nicht unbedingt wirklich höchst intelligent, weil die machen, also schicken auch immer so an Befestigungen, wo einfach Bogenschützen da Pfeile ohne Ende raushauen. Ja, da reiten die dann entlang der Mauer. Ja, habe ich nämlich auch schon gehabt. Werdet ihr auch später sehen können, wenn ihr dabei bleibt. Und das war dann schon ein bisschen komisch. ich muss aber wirklich sagen... Also ich habe dann gewechselt von, ich glaube, also oder Mittel gab es gar nicht, normal, war auf normal und dann bin ich auf leicht und leicht war immer noch relativ hart. Das Problem ist, dass ich mir gerne bei diesen Strategiespielen Zeit lasse. Ich baue erstmal aus, baue ein großes Truppenkontingent, ja, und der Gegner denkt sich, wieso, ich kann da schon mal 20 davon losschicken oder mal 50 davon, die sind halt günstig, aber ist halt eine große Gruppe, ne? Und da hatte ich dann häufig das Problem. Hier die letzte Runde, die ist übrigens noch nicht fertig. Ich habe sie noch nicht fertig gespielt. Sie läuft noch. Es ist auch mehr wie eine Rezension hier eigentlich. Habe sie noch nicht fertig gespielt. Und auch da merke ich, ey, das wird schwierig. Ich muss mir wirklich, wirklich was überlegen. Das Blöde ist, jetzt hat sich das für mich schon so lange hingezogen. Ihr seht hier ungefähr eine Stunde Gameplay. Gespielt habe ich aber schon drei oder dreieinhalb, vier Stunden. Und das Blöde war, dass mir langsam die Ressourcen ausgehen. Ich habe nichts mehr wirklich in greifbarer Nähe. Ich kann zwar durch Felder Nahrung produzieren und davon könnte ich Unmengen hinstellen. Das ist das Einzige, was eigentlich nachhaltig ist und immer wieder, also die ganze Zeit verfügbar ist. Das Blöde ist, auf dem Marktplatz bringt mein Nahrungsmittel einfach nicht mehr viel. Du kriegst kein Geld im eigentlichen Sinne.
Du bietest sozusagen die Nahrung gegen die andere Ware an, die du brauchst. Und, oder für die andere Ware, die du brauchst. Das Problem ist aber halt, dass je mehr du davon hast, und wenn es immer nur eine ist, es wird immer weniger wert. Je mehr du dann tauscht, desto weniger bekommst du eigentlich dafür. Und du müsstest dann theoretisch warten. Das Problem ist, ich brauche natürlich mehr. Ich brauche das Eisen, was ich hier selber nicht mehr abbauen kann. Ich brauche dann das Holz, was ich dann selber nicht mehr abbauen kann, weil ich also möglicherweise schon weggeholzt und aufgebraucht habe. Ja, ich habe nur die Nahrung. So, und jetzt bauen wir... Da kannst du einfach irgendwann immer weniger Truppen bauen. So, aber der Gegner baut trotzdem weiterhin. Und es ist wirklich schwierig, denn anders als ich, der hier relativ zentriert ist, hat der Gegner sich dann doch meistens, weil ich ihm die Zeit gelassen habe, das war das Problem, ich habe ihm die Zeit gelassen, sich auszubreiten. Das heißt, ich mache ihn an einer Stelle weg, aber auf der anderen Seite hat er immer noch genug. Und er baut die Sachen auch relativ schnell wieder auf. Nicht immer alles. Ich habe gesehen, also was er häufig wohl nicht passiert ist, dass Gebäude repariert werden von der KI. Die bleiben einfach so kaputt dann stehen. Ja. Aber solange er noch Möglichkeiten hat, wird es wirklich schwierig. Und das ist ja nun mal eine kleine Karte hier. Okay, und da dachte ich mir so, gut, vielleicht geht es dann wirklich darum, irgendwann müssten auch ihm ja die Ressourcen ausgehen. Die werden ja nur weil er KI ist, ja nicht irgendwann wieder vorhanden sein. Also müssten sie ihm auch irgendwann ausgehen und auch dann wird er nur Nahrung haben. Und dann wäre es tatsächlich so, wer kann den letzten Stein schmeißen, ne, so in der Art. Und habe mir dann wirklich überlegt, wie ich dann weitermache. Wie gesagt, das Gefecht läuft eigentlich noch. Ich würde auch nicht sagen, wie es ausgeht. Ansonsten fand ich es cool von der Grafik her, ja, wie viele dieser Top-Down-Spiele. Zum Beispiel eines meiner Lieblingsspiele, Stronghold, das erste Stronghold von 2001. Das habe ich so häufig gespielt. Und mir gefällt das hier auch. Es ist natürlich unsinnig. Ich dachte mir auch schon so, wie viel Zeit habe ich schon reingedrückt in dieses Spiel? Ungefähr 10 Stunden. Das kommt ungefähr hin. Die durchschnittlichen Runden, die ich immer dann verkackt hatte, waren so eine Stunde. Jetzt bin ich länger dabei, weil ich einfach auch länger durchhalte. Und da waren so Momente, wo ich dachte, jetzt kommt der schon wieder mit einer Riesentruppe. Und mein Gegner hat die krasseren Ramböcke, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Meine gehen relativ schnell kaputt, sind aber auch schneller gebaut. Seine so brauchen wahrscheinlich langsamer. Halten aber extrem viel aus. Auch, also wirklich extrem viel. Pfeile machen kaum Schaden an dem Teil. Ne? Was hier auffällig ist, ich kenne das, mir fällt gerade kein anderes Spiel ein, wo das auch vorkommt, aber wahrscheinlich gibt es das auch in anderen Spielen, ist, dass man Gebäude und auch gegnerische Einheiten übernehmen kann, solange sie, wie soll ich das sagen, die müssen eine Zeit lang belagert werden. Das heißt, wenn man jetzt mehr Schaden macht, das heißt, das Gebäude schnell kaputt ist, als jetzt die Übernahme dauert, dann hat man ja nicht. Dann ist das Gebäude kaputt und man hat es natürlich logischerweise nicht übernommen. Oder die gegnerische Einheit. Gegnerische Einheit heißt in dem Fall sowas wie zum Beispiel diese gegnerischen Ramböcke, wie hier dann auch zu sehen sein wird. Ne? Die werden ein bisschen belagert, dann geht man mit leichten Einheiten ran, die nicht so schnell zerstören würden. Aber weil sie die ganze Zeit umzingelt ist, ja, diese Einheit, und nicht zerstört wird, wird die halt einfach übernommen. Die geht dann halt in meinen Besitz über. Und so hat es nämlich auch der Gegner gemacht mit einigen meiner Türmen. Die auch schon dann wirklich komplett aus die komplett fertig geforscht waren, also wo ich wirklich alles geforscht hatte, was zu forschen war, das heißt auch Truppen eingelagert hatte, einquartiert hatte. Dadurch erhöht sich nochmal die Feuerrate und noch mehr Pfeile werden abgefeuert und so weiter und so fort. Und das wurde dann eigentlich gegen mich verwendet, weil dann so viele Gegner an diesem Turm waren, dass er nicht rechtzeitig zerstört wurde von denen, sondern die den dadurch übernommen haben, dadurch, dass sie halt eine gewisse Weile dran waren. Ist schon manchmal ein bisschen knifflig und natürlich dachte ich mir auch, boah, Stress. Ne? Und auch, ich habe mich zwar auch bisschen weiterentwickelt. Also ich bin nicht hier oben nur auf dem Hügel geblieben, so wie er zu sehen ist, sondern ich bin nach rechts abgewandert. Links war ja nicht viel, da ist eigentlich die Karte dann schon mehr oder weniger zu Ende gewesen und da kam auch der Gegner. Und ich mag's, weil offensichtlich selbst auf leicht ist es relativ schwer, wenn du nicht gleich am Anfang irgendwie so einen Erstschlag machst und einen Haufen Truppen hast. Ich habe schon überlegt, ob ich das nochmal anfange. Einfach nur Holz und fressen so viel wie möglich und die billigsten Billigeinheiten, natürlich Gebäude auch, klar, Gebäude bauen, damit die genug Einheitentypen, damit ich genug Einheiten produzieren kann. So würde ich es wahrscheinlich machen dann. Und dann einfach rausschicken, das Gerümpel. Ja, 50 herstellen, irgendwelche Steinschleuderer und so und raus damit, ne? Oder Pekinäre am besten, ja, oder so Speerwerfer, die sind da noch günstiger.
Raus mit denen und ein bisschen was kaputt machen beim Gegner, nachproduzieren, schnell ein bisschen forschen. Es ist gar nicht notwendig, dass man tatsächlich hier irgendwie in dritte oder vierte Zeitalter kommt. Du kannst auch im Essen bleiben. Du musst halt nur einen Haufen Truppen produzieren, die gleich am Anfang schon mal ordentlich was kaputt machen. So. Ich bezeichne das nicht mal als Manko, dass es doch auch auf leicht ziemlich schwer oder knifflig werden kann, wenn man einfach nicht rechtzeitig oder früh genug schon Erststärke durchführt. Oder einen Erstschlag durchführt. Einen Erstschlag kann man ja nur einmal durchführen, logischerweise, sonst wäre es kein Erstschlag. Was wollte ich sagen? Ja, Faden verloren. Egal. Nee, eigentlich macht es mir wirklich Spaß. Ich finde es jetzt nicht wirklich schlecht, dass es so knifflig ist. Ich finde es eigentlich gut, weil man wird ja richtig gefordert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich wenig Strategiespiele gespielt habe in letzter Zeit, wo ich mal wirklich auch mein Gehirn anstrengen musste. Ja, also entweder hier, gucken wir mal durch, oder aus dem Kopf gerne raus kann ich das auch sagen, was ich so in letzter Zeit gespielt habe. Far Cry, brauchst ja nur ballern, und ich cheate ja auch noch, das war auch Sinn der Sache. Ja, das ist gecheatet, also ich kann nicht mal sterben. Ich wollte einfach nur da ein bisschen rumballern und ne, irgendwie durchkommen. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal übrigens. Far Cry 2 von 2008 spiele ich zum ersten Mal. Was habe ich sonst? Panzer Rush und Base Attack Force. Ja, da brauchst du eigentlich nur Kohle. Also wirklich Strategien brauchst du da auch nicht. Du musst dann gucken, ob du vielleicht die Basis schaffst oder nicht schaffst und so weiter. Aber es ist nicht super knifflig, sagen wir mal so. Und auch die anderen Sachen, die ich sonst so spiele, sind einfach nicht so knifflig. Ich bin nicht der Typ für Rätsel, aber hier geht es nicht wirklich um Rätsel. Obwohl, man muss schon irgendwie rausfinden, wie kann man den Gegner am besten schwächen. Den Besen am besten essen, ja. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung hier. Von der Grafik her, Soundtrack, der Soundtrack beinhaltet jetzt nicht, sondern nicht viele Lieder. Einige laufen in der Ich glaube, hier läuft auch immer nur eine Schleife. Aber es ist dezent und nicht so aufdringlich, so dass mich das wirklich irgendwann stört, zumal ich da auch ausmachen könnte. Aber ich lasse es laufen, weil es stört mich einfach nicht. Was hier fehlt, achso, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich glaube, es ist eine Demo-Version hier und zu dem Zeitpunkt war das noch nicht das volle Spiel. Natürlich gibt es das volle Spiel jetzt irgendwo schon verfügbar. Bin mir aber gar nicht sicher, vielleicht war es auch ein Gratis-Spiel. Asche über mein Haupt oder auf mein Haupt. Also wenn man mit alten Sprichworten um sich schmeißt, sollte man vielleicht auch wissen, wie sie ausgesprochen werden. Aber ja. Schande über mich, Asche auf mein Haupt, genau, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe nicht nachgeschaut, ob das Spiel jetzt in der Vollversion verfügbar ist, weil hier Kampagnen haben gefehlt. Ich konnte keine Kampagne spielen, ich kann also nur einzelne Kämpfe machen. Und Kampagnen wären gut gewesen. Vielleicht ist das aber auch die Demo-Version, wo bestimmte Funktionen noch gar nicht verfügbar sind und deshalb war es komplett gratis. Gut möglich. Ich habe aber nicht weitergeschaut. Ich habe auch nicht geschaut, was hat das Entwicklerstudio bisher sonst noch irgendwie fabriziert und fertig gemacht und so weiter und so fort. Ich habe nichts weiter nachgeschaut. Ich habe es einfach irgendwann mal runtergeladen. Und nicht mehr direkt von der Seite, sondern von der CBS-Seite damals. So, wer Bock drauf hat, also hier ist ein kurzes Fazit. Ich finde es sehr unterhaltsam. Es ist natürlich ein tierischer Zeitfresser. Es kann wirklich viel, viel Zeit beanspruchen. Aber wer einfach trotz allem, es kann ja auch entspannt sein. Es ist irgendwie Stress, aber es ist ja positiver Stress. Ne? Das ist was anderes, als wenn man irgendwo im Büro sitzt oder, weiß ich nicht, im Paketlager von DHL arbeitet, 8 Stunden und dann eigentlich erschöpft ist, obwohl er ja nicht mal groß eigentlich sein Gehirn anstrengen musste. Ich habe im Paketlager von DHL gearbeitet, deswegen weiß ich das. Ja, aber es ist halt also eine monotone Arbeit und einfach durch die Monotonie muss man darauf achten, dass man nicht ständig dann, oder dass man da doch irgendwie einen Fehler macht, einfach weil das ja so mental so ermüdend ist irgendwie, obwohl man sich nicht so anstrengt. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ne? Und hier hat man ein bisschen was anderes, wo man einfach seinen Geist ein bisschen fliegen lassen kann, ein bisschen Strategien entwickeln kann und deswegen ist das eigentlich ganz cool. Ja, ich habe hier so jetzt nichts Negatives zu berichten. Mir ist das Spiel nicht abgeschmiert. Oder sonst was. Mir sind hier keine großartigen Bugs aufgefallen. Ich finde, der Gegner ist doch recht knackig, selbst auf niedrigem Schwierigkeitsgrad. Jedenfalls bei dem, was ich gespielt habe. Es gibt viele Einzelkämpfe. Man kann seinen Gegner entweder zufällig auswählen lassen. Oder man steckt halt vor, gegen wen man spielen möchte. Und dann gibt es halt Zufallskarten und so weiter und so fort. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Sorgt für ordentlich Zerstreuung. Man hat viele Möglichkeiten, viele Sachen zu erforschen. Selbst hier in dieser, ich sag mal, limitierteren Version. Oder spielerisch limitierteren Version. Man kann zum Beispiel nur 3 Zeitalter voranschreiten. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Demo-Version ist. Und wer Bock drauf hat. Also mir gefällt's auf jeden Fall sehr gut, darauf wollte ich eigentlich hinaus und mir macht Spaß und vor allen Dingen kostet es nichts und es erinnert mich an so glorreiche Strategiespielzeiten, ja, an die gute alte goldene Zeit,
Ja, wer Bock drauf hat, ich knall das, weil es sowieso gratis war und eine Demo-Version, knall ich das bei Turbobit oder so. Ich bin angemeldet, deswegen mache ich das bei Turbobit. Bei Turbobit hoch, ihr könnt es herunterladen, wird vielleicht ein Momentchen dauern. Selbst wenn es jetzt nicht riesig ist, riesengroße Datei ist. Aber auf jeden Fall virenfrei noch. Ich knall ein bisschen was rein, damit ich was zu lachen habe. Nee, nee, auf jeden Fall virenfrei, so exakt das Original, so wie es von CBS damals runtergeladen wurde. Knall ich hoch, könnt ihr euch dann runterladen, gratis, müsst ihr nicht ewig suchen, wo es das jetzt geben würde, wenn ihr Bock drauf habt und könnt das dann durchdaddeln. Es ist auf jeden Fall, selbst für, ich sag mal, die eingeschränktere Version, sehr viel Zeug, was da doch noch spielbar ist, vor allen Dingen die Einzelgefechte und so, wenn man mal Bock drauf hat, mal ein Stündchen oder fünf, so wie ich dann. Sich damit zu beschäftigen. Knall ich halt hoch, Turbobit, könnt ihr einfach runterladen. Vielleicht habt ihr selber einen Turbobit-Account, vielleicht sogar Premium, dann kriegt das natürlich ein bisschen schneller, 2 Minuten oder so. Ne? Ansonsten, ja, das war's hier. Fazit, wie gesagt, macht mir sehr Spaß. Knackige Gegner, viele Auswahlmöglichkeiten, bisschen frustrierend, aber das ist dann wahrscheinlich einfach meinem eigenen Unvermögen geschuldet, hier eine bessere Strategie entwickelt zu haben oder zu lange gewartet zu haben, damit der Gegner sich richtig schön ausbreiten kann. Also, wie gesagt, runterladen und Spaß haben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis denn dann. Ciao, ciao. Krasso. Jesti. Esti? Pronto. Esti. Esti? Pronto.
Hier, Steve. Brassos. Esti? Prasso. Yes, see? Thank you.
DSD? Ross Mullemann! DSD?
Rosso. DSD? DSD? Rosso. DSD? 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 Rosso. Rosso. DSD? Rosso. Oh!
DSD? Prasso. Thank you.
Krasso. DSD? Jesti? Prasso. Prasso. Jesti? 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 Jesti? Jesti?
ESD? Prasso. ESD? Prasso. Siachno. Yes, Steve. ESD? ESD? Prasso. ESD? Prasso. Thank you.
Raso.
EST? Prasso. Esti? Prasso. Esti? Prasso. Prasso. Esti? Ross Bolleman! Ross Bolleman! Ross Bolleman!